Heute bei RFH. Weitere Digitalisierung in Quedlinburg. Startschuss für schnelles Internet im Telekom-Netz. Leuchtturmprojekt Dorfladen Dersheim. Ein Vorbild auch für andere Gemeinden. Der neue Minister im Gespräch, Armin Willingmann, über Aufgaben und Kernthemen. RFH. Einfach näher dran. Weitere Digitalisierung in Quedlinburg. Startschuss für schnelles Internet im Telekom-Netz. Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit dem Breitbandausbau im Harz. Nach Thale und Blankenburg verfügt nun auch Quedlinburg über Highspeed im Telekom-Netz. Den Startknopf drückten Oberbürgermeister Frank Roch, Ulrich Thomas als Stadtrat und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses sowie Telekom-Regio-Manager Roland Vogt. Ab sofort können somit über 7000 Haushalte in der Stadt ihre Verträge mit der Option auf Highspeed-Surfen umstellen oder neu abschließen. Außerdem ist auch Fernsehen über Internet möglich, informieren die Vertreter der Telekom. Mit der Digitalisierung im Quedlinburger Netz eröffnen sich nun auch neue Möglichkeiten für die Anwohner und Firmen in der Langenbergstraße und rund um den Münzenberg, wo die Bandbreiten bisher sehr beschränkt waren. Der Ausbau in Quedlinburg erfolgte durch die Telekom ausschließlich mit Eigenmitteln. Aber in Zusammenarbeit mit der Stadt konnte das Projekt jetzt vorzeitig fertiggestellt werden. Wir haben jetzt, wenn man so will, eine Lücke geschlossen. Wir hatten ja Thale schon in Betrieb genommen, vergangene Woche dann Blankenburg in Betrieb genommen und jetzt mit Quedlinburg entsprechend die größte Stadt im Harz, beziehungsweise eine der größeren Städte im Harz jetzt hier ebenfalls ans Netz gebracht, wo wir auch stolz drauf sind, das jetzt ebenfalls auch frühzeitig in Betrieb zu nehmen, sodass die Kunden, die dann Interesse haben, möglichst auch noch vor Weihnachten in den Genuss bekommen, das schnelle Internet zu genießen. Waren denn spezielle Maßnahmen jetzt notwendig oder waren die Bedingungen doch besser als gedacht? Also das ist natürlich immer ein Mix aus allem, wobei ich aber die Betonung darauf legen muss, dass es immer die Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und dem Unternehmen, was hier auch sehr gut und vorbildlich funktioniert hat, sodass man relativ schnell in der Lage war, mit den eigentlichen Baumaßnahmen entsprechend dann auch zu beginnen. Natürlich spielt es auch immer eine Rolle, wie laufen die. Es gab keine negativen Überraschungen. Insofern sind wir halt heute in der Lage, den offiziellen Startschuss für schnell Internet zu geben. Für den Oberbürgermeister ist nun ein weiterer wichtiger Schritt für die Bürger und Unternehmen getan. Heute ist das schnelle Internet, die Breitbandversorgung, eine der wichtigsten Ansiedlungsgrundvoraussetzungen für Investoren neben der verkehrlichen Anbindung und neben der Fachleuteproblematik, kann man sagen, also unter den Top 3 der Investitionsentscheidungsgrundlagen ist das schnelle Internet. Und die Telekom hat wahrgemacht, was sie angekündigt hat, hat vorfristig heute schon den Großteil der Welterbestadt Quedlinburg an das schnelle Internet angeschlossen. Die restlichen Arbeiten werden dafür sorgen, dass mit Datum 5.12. auch alle anderen in Quedlinburg noch angeschlossen werden. Und wir werden dann nur noch ganz vereinzelt Inselproblematik haben, wo wir noch versuchen, Lösungen zu finden. Ich denke, wir werden noch Lösungen finden müssen und für Bereiche unter der Altenburg und für die Gersdorfer Burg. Aber ansonsten kann man sagen, eigentlich Vollerschließung für die Welterbestadt Quedlinburg. Wir sind damit Spitze mit im Landkreis und in Sachsen-Anhalt. Und ich hoffe, dass das auch dazu beiträgt, dass wir mit unseren drei großen Ws, Wirtschaft, Welterbe und Wohlfühlen, weiter vorankommen. Als Ansprech- und Servicepartner stehen hier in Quedlinburg das Team vom EP Mediapark Schubinski und ein T-Punkt der Telekom den Kunden zur Verfügung. Ja, wir stehen natürlich sofort parat. Sobald ein Kunde sagt, ich möchte, kann er gerne zu uns kommen, kann sich sofort bei uns beraten lassen. Wir helfen ihm mit Rat und Tat in allen Lebenslagen, vom Anschluss bis zur Installation, Umstellung, egal was der Kunde wünscht. Wir bieten ein Rundum-Paket an. Habt ihr schon eine Tendenz? Wie ist so die Nachfrage? Also die Nachfrage ist bei den Kunden relativ groß. Wir haben schon die ersten Verträge in dieser Woche gescheiden für den Kunden. Umstellungen sind schon vollzogen worden auf 100.000. Das heißt, die Geschwindigkeit, die jetzt endlich in Quedlinburg möglich ist, ist natürlich auch bei dem Kunden dann präsent. Und die Nachfrage steigt natürlich kontinuierlich. Für die Quedlinburger sicherlich ein guter Moment, ein schöner Moment mit mehr Leistung hier im Internet. Ja, die Nachfrage an dem schnellen Internet ist natürlich hoch. Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt in Quedlinburg endlich auch diese Möglichkeit haben. Vor allem auch, dass wir
darüber nun auch das Fernsehprogramm mit empfangen können. Ja, viele sind nur mit einer langsamen Internetgeschwindigkeit aktuell unterwegs und jetzt bietet sich endlich auch hier diese Möglichkeit. Gegebenenfalls wäre es jetzt notwendig, nochmal auf einen IP-fähigen Router umzusteigen, aber das sehen wir dann letztendlich alles in der Beratung bei uns vor Ort. Weitere fast 5.500 Haushalte und Betriebe werden noch Anfang Dezember ebenfalls an das neue Netz angebunden. Hoffnung gibt es auch für Wernigerode, weiß der Regiomanager. Ja, also gerade den Wernigerodern, ich weiß um die Situation in der Stadt und das wird jetzt auch eine der Hauptaufgaben für die nächste Zeit, gerade von mir dann auch sein, auch dafür dann eine Lösung zu finden. Es steht ganz oben auf der Agenda, sodass wir da auch eine Lösung dann präsentieren werden. Übrigens, auch wir vom Regionalfernsehen Harz rüsten bis Anfang 2017 für die Einspeisung unseres Programms bei T-Entertain auf. Dann können uns auch Nicht-Kabelkunden via Internet empfangen. Germania marschiert weiter. Auch beim letzten Gastspiel in Ruderstadt konnten die Domstädter erneut drei Zähler mitnehmen. Nico Hübner und Dustin Messing sorgten mit ihren Treffern letztlich für den knappen Auswärtssieg in einer umkämpften Partie. Damit sichert sich der VfB weiterhin die Spitzenposition in der Oberliga Süd. Trotzdem bleibt es spannend, denn auch Verfolger Chemie Leipzig sitzt weiterhin mit nur einem Zählerrückstand direkt im Nacken. Am 13. Spieltag geht es für Germania dann zu Hause gegen Askania Bernburg weiter. Beim letzten Aufeinandertreffen im Landespokal konnte sich der VfB mit einem glücklichen 2:1-Sieg in der Saalestadt durchsetzen. Am Sonntag steht für beide Teams wieder alles auf Null. Auch wenn die Bernburger momentan auf einem Abstiegsplatz stehen, wird das mit Sicherheit kein leichtes Spiel. Der Anstoß erfolgt um 13 Uhr. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Mit der erstmals gewählten Position eines Generalsekretärs will die CDU angriffslustiger werden und sich von anderen Parteien absetzen. Mit knapp 80% der Stimmen wählten die Delegierten auf dem Parteitag in Dessau-Roßlau nun den Europaabgeordneten Sven Schulze in das neue Amt. Er will vor allem Defizite in der Kommunikation abbauen und sich darüber hinaus kritisch mit den Koalitionspartnern auseinandersetzen. Der Posten eines Generalsekretärs wurde durch eine Satzungsänderung eingeführt. Die CDU will sich so in Zukunft noch schlagkräftiger präsentieren und das nicht nur mit Boxhandschuhen auf dem Parteitag. Am Montagvormittag kam es gegen 10 Uhr an der B6-Anschlussstelle Quedlinburg-Ost zu diesem schweren Unfall. Ein 76-Jähriger aus Gera wollte in dem Kreuzungsbereich links nach Quedlinburg abbiegen und übersah dabei einen aus dieser Richtung kommenden Golf. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich alle Insassen der beiden Fahrzeuge und so wurden insgesamt 5 Personen zwischen 53 und 76 Jahren in umliegende Kliniken gebracht. Der Streckenabschnitt war zeitweise vollgesperrt und an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenfalls am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr verließ eine 22-Jährige aus dem brandenburgischen Werder mit ihrem Audi den Parkplatz in der Wernigeröder Friedrichstraße. Dabei übersah sie einen Ford Focus, der aus Schörke kam. Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie die 55-jährige Beifahrerin des Ford Focus leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 11.000 Euro geschätzt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Donnerstag wird wolkig mit zeitweise 2 Sonnenstunden. Bereits am Morgen ist der Sonnenaufgang von Wolken geprägt bei 5 Grad. Im weiteren Tagesverlauf klettern die Werte auf 9 Grad unterstrichen von einer leichten Brise aus nördlicher Richtung. Zum Abend verändert sich das Wetter nicht, es bleibt wolkig am Himmel. In der Nacht wird es dann bedeckter und die Werte fallen auf 5 Grad. Der Freitag wird identisch, nur etwas kühler mit Werten bis 5 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren.
Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Jetzt doppelt absahnen beim Adventsshoppen von Möbelmüller in Thale. Sichern Sie sich mit Ihrem Kassenbon vom 26. oder 27. November Ihre Chance auf einen 1.000 Euro Einkaufsgutschein. Ausstellungsgarnituren drastisch reduziert und noch vor Weihnachten kostenlos geliefert. Natürlich auch mit der Möbelmüller 0% Finanzierung. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Yippie, yippie. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Willkommen in der Adventsstadt Quedlinburg. Am Freitag ist es endlich wieder soweit. Um 17 Uhr eröffnet der diesjährige Weihnachtsmarkt mit dem traditionellen Stollenanschnitt. Neben den zahlreichen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch für Groß und Klein ein buntes Programm. Mit Swinging Christmas und Herrenabend aus Hessen ab 18 Uhr. Und wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat, den begrüßen die Quedlinburger Kaufleute bis 20 Uhr zum Lichtereinkauf. Bereits am ersten Adventswochenende öffnet der beliebte Advent in den Höfen wieder seine Tore. Auf 19 Höfen in der gesamten Welterbestadt präsentieren Kunsthandwerker ihre Produkte, während es überall nach köstlichen Leckereien duftet. Besuchen Sie den Quedlinburger Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr und am Freitag sowie am Samstag sogar bis 22 Uhr. Bitte benutzen Sie aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten die Bahn zur Anreise. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Informieren Sie sich jetzt über das schnelle Internet mit bis zu 100 Mbit und sichern Sie sich bei Neubestellung oder Tarifumstellung Ihres Festnetzanschlusses einen Geschenkgutschein über 50 Euro im EP Media Park Schubinski in Quedlinburg. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gern ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Hallo. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55.
Leuchtturmprojekt Dorfladen Dersheim. Ein Vorbild auch für andere Gemeinden. Es ist soweit. Volksfeststimmung auf dem Gelände des Edelhofes. Zahlreiche Dersheimer sind gekommen, um bei der Eröffnung des neuen Dorfladens dabei zu sein. Das Projekt hat viele Dersheimer motiviert, an vielen Wochenenden mit eigener Kraft zu helfen. Damit haben sie nicht nur die Kosten reduziert, sondern es entstand auch eine engere Verbindung der Menschen untereinander und mit dem Projekt. Zu den großen Eigenleistungen der Menschen vor Ort kamen, und deshalb bin ich ja heute hier, 150.000 Euro Zuschuss aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Das war, was unseren Teil anbelangt, eine Vollfinanzierung Ihres Vorhabens. 100% mehr ist nicht möglich. Sie haben das Projekt vorfristig abgeschlossen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und Sie waren ein besonderes Projekt in unserer Bekanntmachung Regionalität und mehr Funktionshäuser. Sie sind unser Leuchtturm. Die anderen bekommen ja maximal 100.000. Sie haben 150.000 Euro bekommen. Sie sind vorbildhaft für andere. Das heißt, was Sie hier auf die Beine gestellt haben, das können Sie und sollen Sie auch anderen zeigen. Und ich bin froh zu sehen, dass in dem Mehrzweckraum auch genau das schon vorgesehen ist, dass Sie jetzt Mitglied sind in dem Bundesnetzwerk der Dorfläden und bereit sind, anderen, die noch nicht so weit sind wie Sie, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vielen Dank. Nach der Schließung der alten Kaufhalle im Jahr 2012 haben die Dersheimer für eine neue Verkaufseinrichtung gekämpft. Es gibt Situationen im Leben, da muss man sich entscheiden. Entweder aufgeben, den Kopf in den Sand stecken oder sich mit der Situation abfinden oder alle Kraft und allen Mut zusammennehmen und versuchen, etwas zu ändern. Und das habt ihr hier gemacht. Ihr habt aus der Situation, dass keine Einkaufsmöglichkeit mehr ist, Herr Ministerpräsident, dass kein Kommunikationstreffpunkt mehr da ist, Entschuldigung, außer der Friedhof, so weit sind wir nämlich schon aus den Dörfern. Hier ist ein Mittelpunkt geschaffen worden, schauen Sie sich den Edelhofplatz an. Was daraus geworden ist, das ist euer Ziel gewesen. Geschichtsschreiber haben es aufgenommen, haben sich zusammengetan. Was machen wir in Dersheim? Es ist die Edelhofhalle übernommen worden, selbstständig. Es ist der Platz gestaltet worden, es ist diese Markthalle geschaltet worden und der Top-Off ist dieser Dorfladen. In dem einstigen Stall des alten Edelhofes ist der neue Dorfladen eingezogen. Die Gebäude gehörten früher der Familie von Gustedt, die noch enge Kontakte nach Dersheim hat und nicht nur einen Kesselhaken sponserte, sondern auch ein Grußwort zur Eröffnung verlesen ließ. Wir möchten Sie alle herzlich grüßen. Seit 1154 ist der Kesselhaken das Wappen der Familie von Gustedt. Nach der Wiedervereinigung hat Dersheim dieses auch als Dorfwappen übernommen. Wir sehen darin ein Zeichen der gemeinsamen Verbundenheit. Heute feiern Sie die Eröffnung des Dorfladens. Nun konnte vollendet werden, was vor Jahren begonnen wurde. Um bei unserem Kesselhaken zu bleiben, die Stufen des Handels wurden immer wieder verstellt. Durch die Zusammenarbeit vieler ist das Werk gelungen und vollendet. Wir wünschen ein schönes Fest und hüten Sie das Feuer, damit es nicht ausgeht. Mit freundlichen Grüßen nach Dersheim, Gisela und Ruprecht von Gustedt. Stolz sind die Dersheimer auf ihren neuen Dorfladen, dessen Eröffnung sie mit einer kleinen Festveranstaltung in der im vergangenen Jahr eingeweihten Markthalle feiern. Was wird morgen sein? Bauen wir nur aus Sand, hauen wir uns in Stein. Sag, was wird morgen sein? Gehen wir Hand in Hand oder längst allein? Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Die Gründung einer Genossenschaft und ihre kontinuierliche Arbeit haben Früchte getragen. Diese Verkaufseinrichtung soll nicht nur Waren des täglichen Bedarfs anbieten, sondern auch ein Zentrum der Kommunikation sein. Man kriegt es kaum hin, man hat also keine Worte. Man hat es vorher gesehen, man hat es jetzt gesehen.
Wir haben, heute Nacht habe ich nochmal nachgedacht, habe nicht gut geschlafen, heute Nacht logischerweise. Aber wir haben nochmal nachgedacht, das ist also 16 Jahre arbeiten wir jetzt an diesem Projekt vom Anfang an und alle haben mitgehalten, alle haben mitgemacht. Bis gestern Abend spät wurde gearbeitet, heute Morgen wurde noch gearbeitet. Aber wer reingeht nachher und sich das anguckt, traumhaft, sage ich, wirklich traumhaft. Ja, ich kenne ja die Initiatoren und von daher war mir klar, die schaffen das, wenn es auch ein bisschen gedauert hat, aber die schaffen das. Es ist schön für Dersheim, dass es sowas gibt. Sehr schön, hoffentlich wird es angenommen, dass es auch Zukunft hat. Dass man jetzt eine Einkaufsmöglichkeit hat hier und dass man mal auch wieder die Einwohner in Dersheim trifft. Wir haben darauf gewartet und wir haben gewusst, sie schaffen es und wir schaffen es. Ich habe dran geglaubt, schon allein wegen der Menschen, die hier wohnen, die voll dahinter stehen. Also konnte das nur was werden. Gerade als junge Mutti ist es schön, dass man nach Hause kommt und muss nicht auch irgendwo hinfahren, einkaufen. Man kann mit dem Kinderwagen mal losziehen und sich ein Brot holen, ist schon schön. Das obligatorische Band wird von jungen Dorfbewohnern durchschnitten. Ein Zeichen dafür, dass es auch für diese Generation eine Perspektive in Dersheim gibt. Solch ein Projekt soll auch ein Vorbild für andere Gemeinden sein. Die Dersheimer Initiative hat in der Vergangenheit sehr profitiert von den Informationen anderer Dorfläden, die schon jahrelang existieren oder auch neu gegründet wurden. Wir wollen das weitergeben, was uns geholfen hat, auch an andere Dorfläden und sind seit einem Monat Mitglied im Dorfladennetzwerk. Neugierig sind dann alle auf den neuen Dorfladen. Als erster Kunde kauft Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff ein Brot. Er ist begeistert von dem, was hier geschaffen wurde. Ich finde, das ist eine große Mannschaftsleistung, so muss man es ja sagen. Denn die Bildung einer Genossenschaft heißt ja, es ist von unten gewachsen. Es ist nicht von oben ein Konzern, der entscheidet, an einem Standort etwas zu investieren und eine Verkaufsmöglichkeit anzubieten, sondern von unten durch die Bildung der Genossenschaft und die Mitgliedschaft in dieser Genossenschaft ist das Bedürfnis hier artikuliert. Wir wollen erstens eine Versorgungsstruktur, aber wir wollen auch ein Kommunikationszentrum und einen Treffpunkt haben, wo auch Kulturelles angeboten wird, wie Buchlesungen zum Beispiel. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Wenn das von unten getragen wird, dann wird auch hier Umsatz generiert und dann wird auch, denke ich mal, die Chance, dass man hier mit diesem Konzept durchkommt, sehr, sehr gut auch erfüllbar sein. Viele Dersheimer sind gekommen, wollen sich hier umschauen und natürlich auch ihre ersten Einkäufe tätigen. Frische Produkte vom regionalen Bäcker und Fleischer sind die begehrtesten Artikel. Aber auch Obst und Gemüse sowie Eier und Honig stammen aus der unmittelbaren Umgebung. Es ist grandioser, als man sich's überhaupt vorstellen konnte. Sowohl die Herrichtung der Räumlichkeit als auch natürlich der Besuch heute. Ich bin sehr dankbar. Ich lebe alleine und fahre nicht mehr Auto, musste immer nach außerhalb einkaufen. Da bin ich sehr dankbar, dass ich das hier machen kann. Dem ist es ganz toll geworden und wir freuen uns, dass wir hier auch Sonntagsbrötchen kaufen können. Aber Hauptsache es bleibt so. Ich habe schon geguckt, die Preise sind okay. Kann man nicht meckern. Hervorgegangen ist der Dorfladen aus dem Projekt Zukunftswerkstatt Osterwiek. Dersheim hat das erreicht, was sich viele andere Dörfer wünschen. Nach 4 Jahren der Vorbereitung und intensiven Arbeit mit Höhen und Tiefen ist wieder ein Einkaufs- und Kommunikationszentrum in der Ortsmitte entstanden. Das sorgt für Anerkennung und Respekt. Also ich bin begeistert. Wir haben überlegt, im Februar waren wir hier, haben uns das Projekt angeguckt. Da war ja noch viel zu tun. Jetzt ist es endlich geschafft. Und ich habe mich auch gefreut, dass unser Ministerpräsident Zeit hatte, heute den Dorfladen mit zu eröffnen. Und das ganze Dorf ist hier auf den Beinen. Man sieht, sie freuen sich alle. Und ich wünsche dem Dorfladen viel Erfolg. Und wenn ich hier vorbeifahre, werde ich natürlich auch einkaufen. Und ich mache Werbung. Wir haben gesehen, es ist sogar sonntags auf. Also es lohnt sich, hier vorbeizuschauen. Die Vereine des Ortes haben zur Feier des Tages Geld gesammelt und für den Außenbereich eine Bank gesponsert. Das Café wird ebenfalls schon gut angenommen und hier wollen sich viele Einwohner wieder regelmäßig treffen. Immer unter dem Slogan Miteinander Dersheim.
Veranstaltungen im Harz. Budenzauber bei der Hofweihnacht. Am 26. und 27. November ist es wieder soweit. Besuchen Sie unseren liebevoll gestalteten Weihnachtsmarkt der Physiotherapie Ziesing direkt an der Hauptstraße in Neinstedt. Rund um den Weihnachtsbaum bieten die Buden alles, was zur Adventszeit passt. Bei weihnachtlichen Melodien und Gesängen von Chören der Region und dem singenden Wirt schmecken die Glühweinspezialitäten und die kulinarischen Leckereien. An beiden Tagen kommt der Weihnachtsmann. Mit der Kutsche geht es durch den Ort. Bastelangebote und ein Streichelgehege erfreuen die Kinder. Genießen Sie einen zauberhaften ersten Advent bei unserer Hofweihnacht in Neinstedt bei Thale. Schon Pläne für den Jahreswechsel? Das Clubhaus in Thale lädt zum großen Silvesterball mit viel Tanz, Live-Musik und jeder Menge guter Laune ein. Freuen Sie sich unter anderem auf Sängerin Anna-Maria Zimmermann und viele bekannte Songs aus ihrem aktuellen Album Bauchgefühl. Außerdem wird die Bühne von Mr. Jam gerockt, die Band um Sängerin Janine präsentiert Angesagtes aus den Charts bis hin zu Klassikern aus Pop, Rock und Soul. Begleitet von den ausgefallenen Choreografien der Tanzschule Reichstein tanzen Sie hier feuchtfröhlich ins neue Jahr. Tickets für diesen mitreißenden Silvesterabend gibt es in der Bodetal-Information in Thale oder unter www.tickets.bodetal.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Der neue Minister im Gespräch, Armin Willingmann, über Aufgaben und Kernthemen. Seit einer Woche ist Dr. Armin Willingmann im Amt. Nachdem sein Vorgänger und SPD-Parteigenosse Jörg Felgner das Amt des Landesministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zuletzt niedergelegt hatte, folgt der bisherige Staatssekretär auf den Ministerposten. Mit Dr. Armin Willingmann waltet nun ein Wernige Röder über die wirtschaftlichen Geschicke des Landes. Am Rande eines Pressetermins in Blankenburg sprachen wir mit dem neu ernannten Minister über seine persönlichen Kernthemen, seine Sicht auf die Pendlerproblematik und darüber, welche ungenutzten Potenziale er in Sachsen-Anhalt verborgen sieht. In den nächsten Jahren werden Sie aus wirtschaftlicher Sicht die Geschicke des Landes leiten. Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Wo wollen Sie ran? Es gibt zwei, drei Aspekte, die man tatsächlich in dem Ressortzuschnitt auch wiedererkennt. Wirtschaft und Wissenschaft. Ich bin der Ansicht, dass wir beim Gründerklima einiges tun müssen. Wir haben hier ordentlich Potenzial an den Hochschulen dieses Landes. Und da gibt es den einen oder die andere, die sich selbstständig machen können, denen wir dabei helfen können. Darüber hinaus müssen wir unsere Förderpolitik ein bisschen überdenken. Wir müssen schauen, setzen wir die richtigen Anreize? Sind wir in der Lage, mit dieser Förderpolitik auch tatsächlich Arbeitsplätze und Unternehmensansiedlungen zu generieren. Wir müssen uns mit der Frage der Unternehmensnachfolge beschäftigen, denn der ein oder andere Unternehmensinhaber kommt in die Jahre und wir möchten gern, dass das Unternehmen am Markt bleibt. Kurzum, es gibt da einiges zu tun. Das ist auch in den letzten Monaten bereits angefangen worden, ein wenig durch den Theaterdonner, den Sie auch alle kennen, jetzt überlagert worden. Wir arbeiten da weiter dran und ich bin da guten Mutes, dass wir etwas hinbekommen. Nicht zuletzt aufgrund der teils erheblichen Lohnunterschiede zwischen Ost und West arbeitet ein großer Teil der Sachsen-Anhalter nicht im eigenen Bundesland. Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes aus diesem Jahr ergab, dass in keinem anderen Bundesland in Deutschland die Auspendlerquote so hoch ist wie in Sachsen-Anhalt. Auch hier sieht der Wirtschaftsminister dringenden Handlungsbedarf. Was kann man dagegen tun? Nun, vor allen Dingen könnte man etwas dagegen tun, indem wir hier Unternehmen haben, die möglicherweise vergleichsweise Bedingungen bieten. Das ist noch nicht überall der Fall, aber wir holen dort auf. Wir holen in den Metropolen auf, also in der Landeshauptstadt, aber auch in Halle. Aber wir holen auch in der Peripherie auf. Sie wissen, dass hier der Harz ein besonders wirtschaftlich leistungsfähiges Zentrum unseres Landes ist. Natürlich liegt von hier aus Braunschweig und auch Wolfsburg gefährlich nah. Da gibt es, da gab es attraktive Arbeitsplätze. Wir müssen dafür sorgen, dass wir vergleichsweise Arbeitsplätze hier im Sachsen-Anhalt generieren. Dann wird sich diese Quote sicherlich ändern.
Ein Vorhaben, das nur gelingen kann, wenn sich Bevölkerung und Politik auf die Potenziale des Landes besinnen. Es gibt Wirtschaftszweige, in denen Sachsen-Anhalt gut aufgestellt sei, so der Minister. Nun gelte es, an diese Erfolge weiter anzuknüpfen. Was sind für Sie die großen wirtschaftlichen Felder, auf denen Sachsen-Anhalt ungenutzte Potenziale hat? Nein, Sachsen-Anhalt nutzt in den letzten Jahren seine Potenziale. Man muss da auch aufpassen, dass man nicht ständig in so eine Lamoyanz verfällt. Mich stört das ein wenig, dass wir uns ein wenig dazu neigen, uns kleinzureden und schlecht zu reden. Wir schauen immer, wo wir denn wieder mal die rote Laterne haben. Aber man muss, glaube ich, auf den Fortschritt achten. Man muss ein Stückchen darauf achten, wo wir uns nach vorne entwickelt haben. Wir haben hier beispielsweise eine ganz, ganz exzellente Ernährungswirtschaft. Das geht ein bisschen unter. Wir haben im Bereich der Automobilzulieferer, das sage ich jetzt bewusst mit Blick auf die Region Harz, im Bereich der Automobilzulieferer unendlich erfolgreiche Unternehmen, die sich auch schon viele Jahre am Markt halten. Solche Dinge darf man auch mal herausstellen. Das muss auch mal nach außen kommuniziert werden, denn dann sind wir auch als Arbeitgeber Land. Interessant. Nach 13 Jahren beruflicher Tätigkeit als Rektor der Hochschule Harz zog Armin Willingmann nach der Landtagswahl 2016 als Staatssekretär ins Landesministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ein. Er folgt auf Jörg Felkner, der am 13. November nach zunehmender Kritik an ohne Ausschreibungen vergebenen Gutachten zurückgetreten war. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Morgen laden die Mitarbeiterinnen der Halberstädter Stadtbibliothek zum letzten literarischen Kaffeeklatsch in diesem Jahr ein. Die Zuhörer erwarten Familienromane, ein Ehedrama und eine weihnachtliche Liebesgeschichte. Gestartet wird um 16 Uhr im Bibliothekskeller. Erleben Sie morgen absurde Witze in einer fiktiven Welt. Das Märchenballett für Groß und Klein Alice im Wunderland wird um 10 Uhr im Großen Haus in Halberstadt aufgeführt. Unter dem Titel Weihnachtsspuren im Dom und Domschatz lädt die Domschatzverwaltung am Samstag um 11 Uhr Kinder und ihre Eltern zu einer vorweihnachtlichen Entdeckungstour durch den Halberstädter Dom ein. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301.